Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu meiner Review von Kingsman 2 The Golden Circle, der hier mit einem riesigen Staraufgebot daherkommt. Da haben wir zum Beispiel unsere beiden Hauptdarsteller aus dem ersten Film, Colin Firth und Taron Egerton, also Eggsy und Agent Galahad. Dann ist Halle Berry neu dabei, Channing Tatum ist auch am Start und als Fiesling haben wir, ihr könnt es jetzt vielleicht besser erkennen, Julianne Moore, what the fuck? Sie heißt in diesem Film Poppy und wenn sie nur ansatzweise an die Leistung von Samuel L. Jackson aus dem ersten Teil rankommt, dann bin ich extrem zufrieden. So, und jetzt erzähle ich euch, ob sich dieser Film lohnt. Viel Spaß! Samuel L. Jackson war im ersten Teil von Kingsman ja schon recht fies, aber Julianne Moore will noch eins draufsetzen und den Kingsman jetzt im zweiten Teil mal so richtig einheizen und nebenbei natürlich ihren eigenen fiesen Plan verfolgen. Und da sie für die Kingsman anscheinend wirklich ein ernstzunehmendes Problem darstellt, müssen sie sich Hilfe holen und zwar reisen sie dafür nach Amerika zu ihren Kollegen, den Statesmen, denen unter anderem Halle Berry und Channing Tatum angehören und zusammen mit den Statesmen müssen die Kingsman jetzt Julianne Moore aufhalten und natürlich nebenbei die Welt retten. Was die Geschichte angeht, ist es natürlich auch hier bei Kingsman The Golden Circle immer wieder das gleiche Szenario. Wir haben einen Fiesling, der die Welt erobern möchte oder irgendetwas anderes vorhat. Dann haben wir noch die Organisation, zum Beispiel die Kingsmen, die den Fiesling aufhalten müssen. Diesbezüglich haben wir also leider keine Überraschungen, aber es gibt natürlich noch andere Elemente, die Kingsman The Golden Circle trotzdem weitestgehend unterhaltsam machen. Und diesbezüglich nenne ich jetzt einfach mal ein Wort, nämlich Kreativität. Denn in Kingsman The Golden Circle bekommt man ziemlich viele richtig geil choreografierte Actionsequenzen serviert, die übrigens auch von der Kameratechnik her richtig gut eingefangen wurden. Man hat also nicht zu schnelle Schnitte. Es passiert zwar hin und wieder mal, um die eine oder andere Sache eventuell zu kaschieren, aber die meiste Zeit über, also den Großteil der Actionsequenzen, hat man wirklich ein gut überschaubares Bild. Richtig gut untermalt werden die Actionszenen dabei übrigens von sehr stimmiger Musik, die besonders den Lifestyle der Statesmen richtig toll einfängt. Und die Kreativität ist nicht nur bei den Actionsequenzen zu vernehmen, sondern auch beim kompletten Charakter von Julianne Moore und auch dem Design ihrer Basis, was echt phänomenal geworden ist. Im Trailer hat man das ja nicht sehen können und ich werde euch jetzt natürlich auch nicht erzählen, was ihr da so seht, aber ihr könnt euch auf jeden Fall freuen und ihre Basis und das, was da alles so passiert, ist definitiv auch unterhaltsam. Sehr unterhaltsam sind übrigens auch einige Cameo-Auftritte, denn man hat nicht genug Platz auf diesem Bild hier gehabt, um die anderen coolen Charaktere auch noch darauf zu packen. Bei einer Person übertreibt man es allerdings ein wenig, womit wir dann jetzt bei den negativen Punkten wären. Denn so cool und kurzweilig die Actionsequenzen in Kingsman The Golden Circle sind, so langatmig und zäh wie Gummi sind einige Story-Elemente, die zwischen der Action stattfindet. Hier hat man den Film im Grunde nur künstlich in die Länge gezogen, meiner Meinung nach. Und diese Laufzeit von 140 Minuten ist auch, wie ich finde, für so einen Film ein wenig zu lang. Zusätzlich wirken einige Sequenzen viel zu konstruiert bzw. erzwungen, womit wir dann wieder bei dem Punkt wären, dass man bei der Story viel zu wenige Überraschungen hat. Was das angeht, kann ich euch vielleicht ein bisschen vertrösten, denn es gibt so eine Art Twist, aber dieser ist auch irgendwie nicht so wirklich nachvollziehbar. Dafür gibt es aber, um noch mal etwas Positives hinzuzufügen, wieder sehr lustigen und unterhaltsamen schwarzen Humor im zweiten Teil von Kingsman und auch einige Sequenzen, wo ich ehrlich gesagt niemals erwartet hätte, dass ich das mal in Großaufnahme im Kino sehen würde. Die Schauspielleistung von allen ist auch wieder sehr ordentlich geworden. Es reißt sich zwar keiner ein Bein aus, aber hier kann man definitiv nicht meckern. Kommen wir jetzt also zu den positiven Aspekten von Kingsman The Golden Circle. Da haben wir, dass der Film generell zu unterhalten weiß mit kreativen Actionsequenzen. Die Kreativität macht da aber definitiv nicht Halt, denn wir haben eine coole Bösewichtin in Form von Julianne Moore am Start. Sie kann Samuel L. Jackson definitiv das Wasser reichen, meiner Meinung nach zumindest. Die Actionsequenzen sind mit cooler Musik untermalt worden. Wir haben richtig lustigen schwarzen Humor und auch solides Schauspiel. Auf der negativen Seite haben wir bei 140 Minuten Laufzeit storytechnisch leider einige Längen im Film. Manche Sequenzen wirken viel zu erzwungen, sodass auf einen ganz bestimmten Punkt hinausgearbeitet werden muss, um ihn zu erreichen. Dadurch ergeben sich leider auch viel zu wenige Überraschungen und die, die dann vorhanden sind, sind nicht so wirklich nachvollziehbar. Insgesamt gesehen sorgt Kingsman 2 aber definitiv für recht ordentliche Unterhaltung und somit gibt es von mir auch 7,5 von 10 Punkten.
Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Kingsman The Golden Circle ab Donnerstag im Kino und bedanke mich herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf den Daumen hoch klickt und natürlich auch meinen Channel abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Das geht ganz einfach, klickt hier auf das 2T-Logo neben mir und schon ist der Kanal abonniert. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Also in diesem Sinne, macht es gut, Cheerio, ciao, tschüss, bye bye.